kannst du den Leviathan ziehen, mit dem Haken und seine Zunge mit einer Schnur fassen. Wenn du deine Hand an ihn legst, so gedenke, dass es ein Streit ist, den du doch nicht ausführen wirst. Niemand ist so kühn, dass er ihn reizen darf. Wer kann ihm sein Kleid aufdecken? Und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen? Seine stolzen Schuppen sind wie feste Schilde, fest und eng ineinander. Aus seinem Munde fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Die Gliedmaßen seines Fleisches hangen aneinander und halten hart an ihm, dass es nicht zerfallen kann. Sein Herz ist so hart wie ein Stein. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken. Wenn man zu ihm will mit dem Schwert, so regt er sich nicht. Er macht, dass der tiefe See siedet wie ein Topf. Auf Erden ist seinesgleichen niemand. Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. Er facht alles, was hoch ist. Luther-Übersetzung der Bibel von 1534. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Freunde. Es tut mir sehr leid, dass so lange dann doch wirklich nur ein einziges Video gekommen ist. Aber ich hatte nicht wirklich Zeit und auch noch, eigentlich noch weniger Lust, das wirklich noch so reinzuquetschen, das bisschen Freizeit. Ich hatte halt Klausurphase und ich war in Berlin und so, aber jetzt wird es wieder mehr werden. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, dann gönne ich euch heute jetzt jedenfalls mal ein Video mit richtiger, ordentlicher Qualität. Nicht nur so anderthalb Stunden, sondern mal wirklich was Ordentliches. Und deshalb sind wir heute mal wieder, endlich mal wieder zurück mit einem lang vermissten Format, nämlich Histogio. Unter euch da habe ich mir eine wunderschöne Sache vorausgepickt. Es ist nicht nur eine Karte, sondern sie ist auch im Anime eine große Rolle. Und wir reden heute über Leviathan. Ja, ihr kennt natürlich alle, würde ich hoffen, das X-Seed-Monster Nummer 17, Leviathan-Drache. Und dann gibt es natürlich noch den Leviathan aus der Original-Yu-Gi-Oh!-Serie in, ich glaube, es ist Staffel 4 mit dem Uri Kalkos, der ja die Welt ein bisschen kaputt machen soll, sage ich jetzt mal. Ja, und über das wollte ich heute einmal mit euch sprechen. Ja, der Leviathan, der kommt im Alten Testament vor, und zwar kommt er im Buch Hiob vor und im Buch der Psalmen. Und er ist wohl eine Kreatur, die zu Teilen aus einem Krokodil besteht, dann besteht sie zu Teilen aus einem Drachen, einer Schlange und einem Wal. Also hauptsächlich sind es aber Züge von einem Krokodil. Ja, und dieses Wesen ist wohl von Gott geschaffen worden, um mit ihm laut dem Psalm 104,26 um mit ihm zu spielen, und er wird auch nur von Gott in der Zukunft wohl besiegt werden können. Das ist dann wohl auch der Grund, warum die Götterkarten der einzige Gegner für Leviathan im Anime gewesen sind. Laut der Bibel wird Gott den Leviathan folgendermaßen töten. Er wird erst einmal der Leviathan und Behemoth, das ist ein anderes Wesen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das auf dem Land lebt mit Hörnern und so, die werden gegeneinander kämpfen, und da wird aber nicht wirklich viel bei rumkommen, die werden sich gegenseitig versuchen zu töten, und dann wird Gott kommen und die mit ihrem Schwert enthaupten. Ja, und so wird dann der Leviathan sterben und wieder in die See zurückfallen, wo er hergekommen ist. Darüber hinaus ist der Leviathan auch noch eine vom Staatstheoretiker Thomas Hobbes im Jahre 1651 geschriebene Text über eine Staatsphilosophie, sage ich jetzt mal. Und die sagte halt aus, habt ihr bestimmt schon mal von gehört im Unterricht oder so, Hobbes nimmt man ja in Geschichte irgendwie 8. und 9. Klasse irgendwann mal durch, in der 10. auch nochmal. Der besagt, dass beschreibt halt erst einmal einen Naturzustand, in dem der Mensch ohne Gesetz und ohne Staat lebt, also in kompletter Freiheit, und sich selbst dann aktiv dazu entscheidet, diese Freiheiten abzugeben, um in die Gesellschaft einzutreten und dort dann halt mit weniger Freiheiten, dafür aber mit dem Schutz, den diese Gesellschaft bietet, leben zu können. Und der ist auch heute immer noch Grundlage für einige wichtige Dinge in unserem politischen System, auch hier in Deutschland, in dem Land, in dem ich lebe. Und deshalb ist das ja nochmal ganz interessant hier am Rande da vorbei. Er nimmt sich natürlich ebenfalls als Vorbild den Leviathan aus der Mythologie. Ja, und so kommt es dann nochmal, dass da hier auch nochmal dieser Leviathan ist da als Zeichen der Macht drin und der Souveränität, und deshalb heißt diese Schrift so. Warum Konami dann auch noch den Leviathan-Drachen rausgebracht hat, ist mir persönlich ein absolutes Rätsel. Natürlich, der Leviathan-Drache ist ein Wasserwesen, was natürlich für den Leviathan aus der Mythologie spricht. Der kommt ja auch aus dem Wasser, ist ja eine Art Seeschlange. Allerdings ist unser Leviathan-Drache, wie der Name ja nun mal sagt, ein Drache und nicht Leviathan, sondern Leviathan-Drache. Ich habe danach gegoogelt, gibt es nur bei Yu-Gi-Oh!, sonst nirgends. Im Anime findet man jetzt auch nicht wirklich viel darüber hinaus, außer dass das eine Nummerkarte ist. Und ja, deshalb ist es mir ein bisschen unklar. Natürlich weist er einige Züge des Leviathan auf, sehr viele eigentlich, er sieht ihm sehr, sehr ähnlich, aber es ist halt einfach
Auch der Effekt passt nicht wirklich, weil man kann ihn auf bis zu 3000 hochpushen. Gut, ist jetzt nicht so das tolle, extrem gute Monster für Angreifen und so, besonders da man dann ja nicht mehr direkt angreifen kann, wenn man beide Exit-Materialien abgehangen hat. Deshalb passt das meiner Meinung nach nicht wirklich gut gewählt, diesen Namen Leviathan-Drachen für ihn gewählt zu haben, aber trotzdem ähnelt er ihm sehr, sehr schön. Ist eine schöne Karte mit schönem Artwork. Wie seht ihr das? Sehe ich da etwas falsch oder habe ich etwas übersehen? Wenn ja, schreibt das bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Würde mich super interessieren. Dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, weil ich jetzt wieder mehr Zeit habe, ordentliche Videos zu machen. Und ja, wie immer, macht's gut, bleibt gesund und dieses Mal vergesse ich es nicht, bevor ich cutte. Links kommt ihr zu meinem letzten Video und rechts kommt ihr zu meinem letzten Historio. Da habe ich über die Harpyien geredet. Jetzt, wie immer, macht's gut und bleibt gesund.